dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Alexander Bommes. Live-Musik kommt von Marie Marie. Und leider darf er dieses Jahr das WM-Endspiel nicht kommentieren. Aber dafür ist er heute da. Hier ist Pierre M. Krause. Hallo, Mensch. Hallo. Hallo, Mensch. Dankeschön, das ist sehr nett. Dankeschön. Snap, ladies and gentlemen. Vielen Dank. Und Schauband, die Weste. Mein Knie ist gebrochen. Macht nichts, ich zieh durch. Schön, dass ihr heute da seid, meine Damen und Herren. Sie müssen jetzt aber ganz stark sein, denn das, was jetzt kommt, das ist ein Skandal. Der Glücksbambus von Ikea ist in Wahrheit gar kein Bambus. So, endlich weiß ich auch, warum mein Panda das Zeug nicht frisst. Das ist ein Skandal, wir alle müssen protestieren. Ich sage Ihnen, beim nächsten Ikea-Besuch werde ich aus Protest, aus Rache entgegen der Pfeilrichtung laufen. So, check this! Hier ist noch ein Geschenk aus der Presse. Es ist wirklich ein Geschenk für uns hier im Komödiengeschäft. Diese Meldung: Frauen gaben einem Baum das Ja-Wort. Das ist wirklich passiert. Da haben Frauen einen Baum geheiratet. Und das ist, wie wir sagen, Comedy-Gold. Das ist Comedy-Gold. Passen Sie auf, ich sage Ihnen warum. Ein Baum heiraten? Wenn ich das machen würde, dann würde mir mein Ficus aber was erzählen. Halt! Ich hab noch einen. Die Trauung fand nicht direkt auf dem Standesamt statt, sondern in einer Zweigstelle. Ja? Hab noch einen. In der Zeremonie wurde am Ende die Jahresringe getauscht. Hallo, die frisch Vermählten sind glücklich, bald gibt es jede Menge Stammhalter. Bei der Scheidung dann der große Streit: Wer bekommt das Sorgerecht für das gemeinsame Eichhörnchen? Und der Baum scheint keine gute Partie zu sein. Nein, nein, nein. Bei genauerem Betrachten der Rinde ergab sich, er ist Harzer. Danke, dass ihr das aufgewertet habt. Danke, das hat's wirklich aufgewertet. So, Empörung. Jetzt mal Tacheles hier im deutschen Systemfernsehen. Es muss auch mal die unbequeme Wahrheit ausgesprochen werden. Es gibt einfach zu viele von Ihnen und endlich traut sich das mal einer zu sagen, meine Damen und Herren. Hier, Imkervereine sind besorgt, zu viele Amateur-Bienenhalter. So. Woran erkennt man eigentlich einen Amateur-Bienenhalter? Amateur-Bienenhalter erkennt man daran, dass sie Längsstreifen tragen. Ja, viele haben ja gar keine Ahnung. Ne? Viele Amateur-Imker ernten gar keinen Honig, weil sie nicht wissen, wie man eine Biene fachgerecht melkt. Die Profi-Imker sind sehr, sehr sauer. Das ist ja auch ein angesehener Beruf, Imker zu sein. Und da wird unter den Profi-Imkern die Sprache auch mal derbe. Ja? Da fallen Sätze wie: Diese Amateure, die sollen sich ins Knie bestäuben. So. Viele Imker-Gewerkschaften beschweren sich bereits über die lasche Moral der Amateur-Imker. Viele von ihnen haben nicht mal eine Stechuhr. Ich wollte eigentlich noch mehr Witze zu dem Thema machen, aber dann habe ich zur Vorbereitung die Begriffe unerfahren, Amateur und Bienen gegoogelt und dann war ich abgelenkt. Deswegen war es das. Browserverlauf löschen, muss ich noch dran denken. Ich beneide ja tatsächlich Menschen, die Hobbys haben, ne? Wie etwa das Imkern. Das ist ein schönes Hobby. Ich habe immer noch kein Hobby, weil es erfüllt mich gänzlich, meinem Publikum Freude zu bereiten. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben, meine Damen und Herren. Und doch bezahlt. Und es gelänge mir aber nicht, und das muss ich jetzt auch mal sagen, ohne ein zwar sehr, sehr kleines, aber dafür sehr feines Team. Und hin und wieder lasse ich mich ja dazu herab, den Mitgliedern im Team der Pierre M. Krause Show das Gefühl zu geben, ich sei nahbar und ein Kumpeltyp. Und dann verbringe ich einen Tag mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin in dem Fall und dann lerne ich das Hobby der oder desjenigen kennen. Und unsere Kamerafrau Nina, sie ist heute auch hier, die ist sehr sportlich und ihre liebste Freizeitbeschäftigung ist das Klettern. Und ich habe mir gedacht, wenn es mit der Karriereleiter für mich schon nichts wird, dann klettere ich halt hier, nachts im Dritten, nachdem auch der letzte Zuschauer nach der 712. Wiederholung der Familie Heinz Becker friedlich entschlafen ist. Eingeschlafen ist. Sehen Sie also nun eine neue Folge unserer beliebten Rubrik Pierre im Team. Das ist Nina Schlett. Nina Schlett ist Kamerafrau bei der Pierre M. Krause Show und Ninas Hobby ist Klettern. Nee, eigentlich ist es Bowlen. Echt jetzt? Das ist Nina Schlett. Nina Schlett ist Kamerafrau bei der Pierre M. Krause Show und Ninas Hobby ist Bouldern. Besser so? Ja, viel besser. Okay. Was? Oh!
Und zwar machen wir am besten jeder kurz 5 Liegestütze. Leck mich! Was? 4! Sehr gut! 5! Schön runter! Bis der Arm lang ist. Also okay, bevor wir anfangen, nochmal. Genau, dann kann man sich das Zeug hier. Ah ja, da weiß ich Bescheid. Warte. Okay, ich bin soweit. Ich kann klettern wie ein Äffchen. Ja, was fassen wir denn da an? Also das wäre jetzt so ein Griff. Jede Farbe steht für eine unterschiedliche Schwierigkeit. Und ich würde sagen, am Anfang ist natürlich gut, wenn man erstmal eine nehmen, die zu dir passt. Also pink. Wo muss ich denn hin jetzt mal? Also das Ziel ist, warte. Ah, oben. Ach so. Ich hab Höhenangst. Guck mal, jetzt hast du deinen Fuß zum Beispiel, das wäre jetzt so ein orangefarbener. Das darf ich nicht? Also, das kannst du machen, wenn du halt ein dreijähriges Mädchen bist. Aber das gehst du mal in so einen leichten Überhang schon rein quasi. Das heißt, dass du mit dem Oberkörper an der steilen Stelle, die über dich drüber geht, hängst. Das macht es natürlich anstrengender, weil du dein Körpergewicht tragen musst. Nina, jede Steile, an der ich bin, ist eine steile Stelle. So, Achtung, hier kommt gerade zu hoch. Ich bin ja total beeindruckt, Nina. Das machst du in deiner Freizeit. Ja. Du hast eindeutig zu viel Freizeit. Das stimmt. Wir gehen jetzt öfter drehen. So ein Quatsch, da verlässt du dich noch in deiner Freizeit. Und ich bin schuld, weil du so öffentlich-rechtliche Arbeitszeiten aber hast. Das kann ja nichts passieren, weil es fängt halt immer einer auf. Fallen, zwei, okay. Drei. Nee, ich... Aua! Diese Fliege will immer an dich, gell? Ja. Das ist, weil ich nach Kacke rieche. Ja. 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 Wer hat denn so Hände? Deine Mutter hat so Hände. Ich kann mich entscheiden, soll ich den linken oder den rechten Arm nehmen? Den linken oder den rechten Arm? Ich kann mich entscheiden. Ich nehme beide! Hey Nina! Bravo! Okay, das ist gut. Das ist gut. Oh mein Gott! Ich hab einen Griff zwischen den Beinen. Ist das ein Griff? Ja, doch. Okay. Oh nein, das ist gar kein Griff. Also einige von den Griffen sind schon sehr hart. Sehr, sehr hart. Ja, das war auch eine harte Route, die du da rausgesucht hast. Ja. Das ist wirklich eine harte Route. Gut. Ja! Ja! Kann man mal duschen gehen? Das. Oh nee, du musst aufpassen. Dein Bär wird ja ganz nass. Sag mal, warum ist das los? Warte mal. Wieso hat sie denn da? Ja, wir sind jetzt oben, meine Damen und Herren. Meine Gäste heute, ein super Aufsteiger, Alexander Gomez, Musik von Marie Marie. Und sie sind ganz oben. Unsere Showband Smash! Sage ich das wie eine Ziege? Ich weiß nicht. Meh. Meh. Unsere Band. Vielen Dank auch noch an The Rock, das Kletter- und Boulderzentrum in Karlsruhe, wo wir waren. Und vielen Dank auch nochmal an Nina Stett, unsere Kamerafrau, die heute hier auch hier ist. Nina ist ja. Ja, großen Applaus für Nina bitte. Ganz kurz. Ganz kurz. Sie ist wirklich eine tolle Kollegin. Auch menschlich, voll in Ordnung. Und sie ist sehr, sehr sportlich. Sie macht da gerade sehr viel. Sie geht jetzt zweimal am Tag bouldern. Sie macht jetzt auch so Hormonkuren, sie spritzt sich Steroide. Ja, sie legt sich immer ein Smart Cabrio auf die Hantel mit drauf, damit auch wirklich Muskeln... Ich bin mir nicht so sicher, ob das gesund ist. Nina, ich bin mir nicht sicher. Glaubst du nicht, dass du übertreibst? Nein, das finde ich nicht. Okay. Vielen Dank, Nina. Du machst einen spitzen Job. Mein Gast heute, auf den ich mich sehr freue, ist auch ein sehr, sehr sportlicher Typ und er ist auch ein Aufsteiger. Er kann aber noch viel, viel mehr als Sport. Er ist ein Star in der ARD. Er ist ein wirklich sehr, sehr toller Talkmaster. Seine
super erfolgreiche Quizshow Gefragt, Gejagt läuft also wie geschnitten Brot. Super erfolgreich. Und ich finde auch tatsächlich, und es kommt von Herzen, niemand kann so eine Quizshow lässiger moderieren als er. Und ich bin sehr froh, dass er heute bei uns ist. Ein sehr, sehr guter Mann. Hier ist der wunderbare Alexander Bommes! Dankeschön. Danke. So. Mann, du bist ja auch ein sehr, sehr sportlicher Typ. Ne? Jedes Mal, wenn ich dich da so sehe, auch wieder in live, das ist ja wirklich, das ist, als hätte man He-Man eingepackt irgendwie. So. Das ist Wahnsinn. Das tut mir gut, dass du das sagst, denn ich habe mittlerweile auch so ein bisschen die großen Anzeichen der Umverteilung bei mir selbst, nein, meine ich, ausgemacht zu haben. Aber es geht offensichtlich dann noch einigermaßen. Ich meine, aber schau dich mal an. Also, du ja bist gut, ja ich habe so eine Twiggy-Figur. Ein Athlet bist du. Ja, das ist einfach mein Lebensstil. Ich esse sehr wenig oder gar nicht. Ich ernähre mich durch Licht. Ist das so? Ja, da habt ihr ja einiges hier. Ne? Sag mal, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, bevor wir die Show aufgezeichnet haben im Team. Ich bin rumgelaufen und habe gesagt, den habe ich entdeckt. Den Bommes. Ist so. Und es war tatsächlich so, was vor vielen, vielen Jahren schon mal in dieser Show. Damals habe ich gesagt, wenn er dann mal so groß ist, kommt er nicht mehr wieder. Also schön, dass du wieder da bist. Ja, aber sehr gerne. Du bist einer meiner besten Freunde. Absolut. Ja. Showbusiness. Ja. Du, ich vertraue dir. Du hast mich groß gemacht. Du hast alles. Deshalb freue ich mich, dass wir uns alle 4 Jahre dann regelmäßig sehen. Genau. Und im Fernsehgeschäft ist das Freundschaft. So, genau. Ist so. Oder? Alle 4 Jahre sehen heißt Freundschaft. Finde ich auch. Und damals hast du ja tatsächlich nur Sportsendungen moderiert. Und ich habe immer gesagt, der muss mehr und so. Und jetzt dieser Wahnsinns. Stimmt, und ich durfte damals, glaube ich, das waren noch so Geheimnisse. Ich durfte nichts sagen. Und du hast genau die richtigen, weil er ist ja auch Investigativjournalist eigentlich, Panorama-Style. Und du hast immer die richtigen Fragen gestellt. Ich durfte nichts sagen. Es tat mir so leid. Ja. Und dann ist alles das, was du von mir wissen wolltest, ich dir aber nie gesagt habe, immer 2 Wochen danach eingetreten. Genau. Und ich dachte, warum erzählt er mir das doch nicht? Wir sind doch Freunde. Ja. Wir sind doch Freunde. Und ich wollte auch sagen, ich kriege noch 20% deiner Gage. So, also von den letzten 4 Jahren halt. Ah, das können wir später machen. Habe ich mit. Sehr gut, ja. Ich werde nämlich aufhören mit dem Fernsehen. Das kann ich heute exklusiv bekannt geben. Nachdem ich heute Vormittag nämlich beim Bäcker meines Vertrauens in Hamburg von einer älteren Dame gemustert wurde. Und dann sagte sie zu mir, waren Sie nicht früher mal Alexander Bommes? Dachte ich so, jetzt ist Thema durch. Und dann habe ich Pierre angerufen und habe gesagt, darf ich zu dir kommen heute nach Baden-Baden? Ich möchte hier nicht mehr sein. Das ist ja super. Ich überlege, ob ich herziehe auch vielleicht. Wirst du eigentlich oft so, ich meine, du bist ja, wenn du dann in deiner Heimat bist, im Norden der Republik, ja, da ist man ja sehr zugänglich. Die Leute sind total offen und gehen aufeinander zu. Wo ist der Jäger? Sagen die da immer. Und wie, hast du so Standardantworten? Bei mir ist es ganz oft irgendwie, wofür steht denn das M? Ja, und was sagst du? Maul, Hals, Maul. Nein, sag ich nicht. Ich bin immer sehr freundlich und sage Mama. Bei mir ist in den vergangenen 2 Jahren hat sich das so ein bisschen auch da umverteilt. Denn wir haben seit gestern läuft ja wieder Gefragt, Gejagt. Und wir haben ja diesen wunderbaren Jäger Klaus Otto Nagorsnik. Ja. Und der ist ja schon 104 Jahre alt. Und ich werde in der Tat richtig hart angegangen auf der Straße, weil wir uns ja immer diese Bälle ob seines Alters zuspielen. Und die ARD muss tonnenweise Post beantworten. Und ich habe mich jetzt auf Anraten meiner Redakteurin auf einen Satz verständigt mit ihr, dass ich immer sage, im Tatort ist der Mörder auch nur ein Schauspiel. Ja. Wenn mir wieder Respektlosigkeit gegenüber Klaus Otto vorgeworfen wird. Also das ist aber ein großer Spaß. Aber das sind ja auch wirklich ganz spezielle Typen. Ne? Ja. Irgendwie auch also sehr beeindruckend. Und ich frage mich oft, sind die echt? Das wirst du wahrscheinlich auch ganz oft gefragt. Aber die sind echt, die haben ein Allgemeinwissen, das überragt alles. Man kann sich ja nicht vorbereiten auf so eine Sendung. Die wissen ja tatsächlich nicht, was er... Sie sind unfassbar. Also sie würden dir jetzt wahrscheinlich auch die Geschichte dieses Kristalls erklären und möglicherweise, wenn du sie fragst, wie spät es ist, dann zeigst du die Uhr und dann erklären sie dir da auch alles. Es ist anstrengend, ja, aber ich habe gelernt, damit zu leben und ich liebe sie einfach. Sie, ja, sind toll. Sie das sind, muss man natürlich auch mal sagen. Sie sind das aber auch nicht ganz dicht. Muss, ja, man auch sagen. Eine Sache noch, ja, die ich auch recherchiert habe und durch Zufall gekommen bin, ist, das wusste ich tatsächlich nicht, du hast ein Tattoo. Ja, ein Tattoo, das du, wie soll ich sagen, also nicht so wirklich freiwillig immer noch hast. Ja? Keine Angst, du musst es nicht zeigen, so eine Show sind wir nicht. Na, aber, das würde auch keiner sehen wollen. Aber du kannst es ja mal malen. Oh Gott. Dann mal doch mal. Weil, wir sind weil ich so gut male, ne? Absolut, weil du ein sehr guter Zeichner bist. Wenn du das mal, damit wir, weil wir sind eine anständige Show, wenn wir dich jetzt hier mit freiem Oberkörper zeigen, dann fallen die in der ersten Reihe alle um. So. Nee, ich weiß nicht. Nein, das ist falsch. Das ist das Tattoo von Alexander Bommes. Ganz kurz nochmal.
Ich habe das falsch verstanden. Ja, das stimmt. Ich habe ja gerade erst angefangen, du hast es viel zu früh weggenommen. Ich habe dich unterbrochen, lass den Künstler seine Arbeit machen. Ja. Du, weißt was, Pierre, ich weiß gar nicht, wie das... es ist irgendwie so ein... Irgendwie so wahrscheinlich und so und vielleicht nochmal so. Also es... Jetzt mal so Brüste aber, oder? Nein, also ich weiß nicht mal, wie es aussieht. Ich habe es ja seit... Es sollte ja, um das aufzugehen, es sollte ja... Das ist ja erbärmlich. Was ist das? Das ist eine tragische Veranstaltung. Es ist ein chinesisches Tierkreiszeichen. Und mir wurde seinerzeit 1999 gesagt, da habe ich meinen ersten Handball-Profi-Vertrag unterschrieben und dachte, ich brauche einen Glücksbringer. Und mir wurde gesagt, dieses Tierkreiszeichen für Pferd stünde für Schnelligkeit und Erfolg im Sport. Gleichzeitig wurde mir aber gesagt von einer Kosmetikerin, die es anfertigte, trotzdem Höllenschmerzen, es ginge nach 5 Jahren weg. Ein Bio-Tattoo, weißt Bescheid, Herr Krause? Natürlich. Wird nicht so tief gestochen, weißt Bescheid? Ja, nach das kenne ich Jahren, sehr gut. Weil später will man es ja nicht mehr haben vielleicht mit 42 und Wabbel-Wabbel. Ne? So, ist immer noch da, ist schlimmer denn je. Und ich weiß nicht mal, wie es aussieht. Und hast du mal recherchiert, ob es wirklich... Also wir so sieht es nicht aus. Es ist ein Tierkreiszeichen. Gucken Sie bitte nicht zu Hause jetzt das Chinesische, weil dann wissen Sie, wie es schlecht ist. Hier, also ein Kreis ist es auf jeden Fall schon mal. Nein, da irgendwo ist ein Punkt auf jeden Fall. Weil ich habe versucht, den Punkt mal abzurubbeln, aber das funktioniert auch nicht. Alex, weißt du was? Nee. Die haben dich voll verarscht. Ja. Ich glaube, die haben sich total... Das ist niemals heißt das Pferd. Das Nein, das nicht. Hamster oder sowas. Ja. Ich würde, wenn du schon mal da bist, gerne mit dir eine Show in der Show spielen. Ein sehr versierter Moderator wird uns Schätzfragen stellen und dann muss man raten. Man kann das nicht wissen. Man muss raten, was ist die Antwort und wer näher dran ist, hat gewonnen und der verloren hat, muss einen Ball halten. Und das steigert sich und es geht so lange, bis so viele Bälle gehalten werden, dass es nicht mehr geht und dass du in dich zusammenbrichst. Ja? Das also klingt total bescheuert. Es ist bescheuert, natürlich. Es ist ein körperliches Spiel. Komm, dann spielen wir es. Das spielen wir jetzt. Ja. Und ich habe mir überlegt, na, wenn der Alex da ist und so, dann nehmen wir nicht irgendeinen Moderator, dann müssen wir eine Koryphäe unter den deutschen Quizmoderatoren nehmen, meine Damen und Herren. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Ich verrate mal noch nicht so viel. Wir fahren jetzt erstmal das Jingle ab für unser Spiel. Ein Mann für alle Bälle. Und hier ist Ihr Moderator, meine Damen und Herren. Ach nee. Guten Abend, mein Name ist Kai Pflaume und ich weiß von nichts. Frage Nummer 1. Welche Süßigkeit gab es zuerst? Kit Kat oder Tic Tac? Müssen wir buzzern? Ich sage Kit Kat. Könnte eine kluge Antwort gewesen sein? Muss ich dann Tic Tac sagen? Du darfst auch dasselbe sagen, dann hätten wir beide einen Punkt. Ich habe mir an Tic Tac letztens einen Zahn ausgebissen. Wunderbar. Deshalb nehme ich Tic Tac. Wunderbar. Tic Tac ist falsch. Kit Kat wurde 1935 bereits auf den Markt gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Wie viel Prozent seines Gehaltes überweist Alexander Bommes monatlich an Pierre M. Krause 20? Ach, falsche Karte. Was ist größer? 5 übereinander gestapelte Cornflakes-Packungen oder ein Peter Maffay? Peter Maffay. Leider lustig. Ich sage die Cornflakes-Packungen. Yeah. Das wäre so schön gewesen. Was ist schwerer, ein Mini Cooper oder 12 Bradley Cooper? Sexiest Man Alive Hangover. Ich sage, oh, der Bradley Cooper ist so ein durchtrainierter, der wiegt gar nichts. Mini Cooper ist schwerer. Mini Cooper ist schwerer? Was siehst du? Max. Ja, ich glaube auch. Aber ist doof. Ich sag auch, ich sag Bradley Cooper, fette Sau. Finde ich richtig. Hier. Komm, hier. Hey. Was denn? 1235 Kilogramm Mini Cooper. Alter, du weißt, wir wollen immer Bälle haben. Ja. Gib mich die Kirsche. Wer hat das doch gesagt? Wer war zuerst da? Taylor Swift oder der Swiffer? Nein. Ja. Was ist das für eine Redaktion? Ich weiß nicht, alle betrunken. Das Bier ist alle. Egal. Ja. Bitte. Wer ist der Swiffer? Der Swiffer ist so ein Putztuch aus Amerika. Ja, es gibt aber auch andere. Ich sag, ja. Taylor Swift war zuerst da. Gut, danke, du hast hier mich schon. Oh, Leute. Wirklich? Sehr gut. Wer trägt einen Künstlernamen? Bill Clinton oder Bill Gates? Oh. Keiner. A little bit difficult. Keiner.
Ich sage Bill Clinton, weil er eigentlich William heißt. Er heißt ja nicht Blythe sogar. Nee, sogar Bart der Dritte. Ach. Clinton ist der Name seines Stiefvaters, den er dann angenommen hat. Wieso? Ich hab doch gerade gesagt, dass er anders heißt. Du hast verloren! Nein! Ich hab mal Videobeweis. Videobeweis. Hol dich mal. Das war's. Vielen Dank, meine Damen und Herren, an Jörg Pflaume. Das war ein Mann für alle Fälle. Mal wieder ein Spiel gewonnen, meine Damen und Herren. Und endlich habe ich Augenbrauen. Jetzt kommen wir, bevor wir gleich weitermachen, noch zu einem Kollegen, den ich auch begleitet habe bei seinem Hobby. Er ist ein Teilzeitautor unserer Show und sein Hobby ist viel spektakulärer als das Hobby von Nina. Also schnallen Sie sich an, jetzt kommt Bastian Böcklers Hobby. Das ist Bastian Böckle. Bastian Böckle schreibt Witze und sein Hobby ist Fernsehen. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Ich würde gerne mal sehen, wie du so wohnst. Ja, sehr gerne. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Gegend hier. Auch. Und es ist super schönes Wetter. Was macht man denn hier bei schönem Wetter? Den Roller runter. Darf ich in deinen Kühlschrank reingucken? Das interessiert mich natürlich auch. Sehr gern. Wie du dich ernährst und so. Ja. Was gibt's heute Abend? Das ist übrigens abgelaufen, kannst du gleich mal wegwerfen. Wir spülen das aus, das ist recycelbar. Ich mach das immer, ich spül immer die Joghurtbecher aus. Ja. Spülst du auch immer die Joghurtbecher aus? Regelmäßig. Das ist ganz wichtig, dass man den Joghurtbecher ausspült, das ist wegen der Umwelt. Man braucht ungefähr so 20 bis 47 Liter Wasser, aber dann ist der Joghurtbecher sauber und kann dann zum Recyclingmüll gegeben werden. Gleich ist er sauber. Ja, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Hast du genug Spüle genommen? Ja. Oh, jetzt ist er wieder schmutzig geworden. Trennst du Müll? Was? Trennst du Müll? Ja. Ich glaube, das erste, wenn ich das sehe. Das Wertstoffe? Ja. Also, das ist jetzt Wertstoff. Das ist Pappe. Das ist Restmüll. Das ist Wertstoff. Ja. Wertstoff. Wertstoff. Was ist das? Das ist Pappe. Wertstoff. Wertstoff. Aber dann so, dass wir vielleicht dann... Okay. So. Wollen wir dann vielleicht... Ja, wir können ja fernsehen. Bisschen Wasser rüber, minimal, um es dann mit dem Bambusbesen so ein bisschen zu lösen. Nein, nicht in der Hauptstadt, sind nicht in der Hauptstadt. Okay, klar, dann gut. Nur noch die Hälfte allerdings. Ja, Mensch, Bastian, das war ein sehr interessantes Hobby. Vielen Dank. Ein Highlight. Ja. Kannst jetzt gehen. Was schön? Nee, da. Ja, Moment mal, das ist doch meine Wohnung. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass das passiert ist. Das tut mir sehr, sehr leid für Bastian. Ich weiß gar nicht, ich habe seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen. Geht's dem Bastian eigentlich wieder gut inzwischen? Wo ist der? Der ist doch hier irgendwo, oder? Geht's ihm wieder gut, Bastian? Oh. Entschuldigung. Vielen Dank, Bastian Böttler.
So, Alex, es ist sehr schön, dich in der Show zu haben. Und ich würde mir wünschen, dass du bald mal vielleicht wiederkommst. Sehr gerne. Ja? Sehr gerne. Vielleicht kann ich noch was für dich tun. Wie gesagt, ich habe ja damals prophezeit, diese große Karriere in der ARD. Ja. Die Frage ist, was möchtest du denn noch machen? Vielleicht kann ich da ja was machen. Ach so, stimmt, ich könnte mir was aussuchen. Du könntest dir jetzt was aussuchen, ja. Es gibt dienstags abends im SWR eine schöne Sendung. Und die haben einen indiskutablen Vogel, der das moderiert. Vielleicht kannst du da mal was für mich tun. Was hast du denn gegen Hannes und der Bürgermeister? das ist doch eine super Sendung. Verstehe ich. Aber ich kann da ein gutes Wort für dich annehmen, meine Damen und Herren. Alexander Bommes! Gefragt, gejagt! Jetzt kommt Musik für dich, mein lieber Alex, und natürlich für Sie zu Hause. Sie ist eine ausgebildete Harfenistin. Sie ist wirklich oder auch nicht. Jedenfalls hat sie ein Album, das ich Ihnen hier zeige. Es ist ein sehr, sehr kleines Album. Sie müssen sich einfach vorstellen. Und wir hören jetzt aus diesem Album eine wunderbare Single. Hören Sie ganz genau zu. Ihre Stimme wird Sie verzaubern. Beautiful Life. Und das ist auch unser Motto. Alex Motto und mein Motto. Es ist ein wunderschönes Leben, weil wir für Sie Unterhaltung machen dürfen. Wir lieben Liebe. Hier ist die Liebe. Gesanglich, aber auch optisch. Hier ist Marie Marie! Marie Marie! Zusammen mit unserer Showband Smith! Ganz, ganz großartig. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Marie Marie, meine Damen und Herren. Oh, heißt das aktuelle Album Beautiful Life. Vielen Dank an Alexander Bommes! Das war's. Nächste Woche fallen wir aus, weil da ist 1. Mai. Da müssen Sie saufen. Danach kommen wir wieder. Wäre schön, wenn Sie auch dabei sind. Bis dahin auch wieder Fernsehen. Dankeschön.